Der Ruhrsee in der Eifel ist Urlaubsregion für naturliebende Touristen und Camper. Hier jährte sich am 23. Juni zum 50. Mal eine besondere Tradition. Vor einem halben Jahrhundert fand hier in Schwammenaul auf dem Parkplatz am Ruhrsee neben dem Seehof der erste Gottesdienst unter freiem Himmel statt. Damals für Touristen und Camper geplant, besuchen mittlerweile rund 350 Gläubige Sonntag für Sonntag aus der gesamten Region die Open-Air-Liturgie. Anfang der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts haben Gruppen der Aktion 365, Pater Leppich, den Bischof gebeten, hier auf dem Campingplatz bzw. auf dem Touristenplatz Gottesdienste durchzuführen. Und seitdem gibt es von Mai bis September hier Gottesdienste. In 50 Jahren ist noch keiner der Gottesdienste ausgefallen. Das ist vor allem den ehrenamtlichen Aktiven Norbert Stoffers, Peter und Maria Schmidt, Hubertine und Peter Wollenweber, Robert Lehmann sowie Wilhelm Pützer zu verdanken. Die Gruppe der ehrenamtlichen Organisatoren wurde nun im Rahmen des Jubiläumsgottesdienstes für ihr Wirken und ihre Initiative ausgezeichnet. Hier am Ruhrsee haben wir seit 50 Jahren eine Tradition in unserem Bistum. Da findet jeden Sonntag zwischen Mai und September der Open-Air-Gottesdienst in Schwammenaul statt. Das wollen wir würdigen mit einem Preis. Und es gibt Menschen, die das für mehrere Jahrzehnte getragen haben und die diesen Preis heute hier überreicht bekommen. Sonja Billmann, die stellvertretende Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Aachen, und Pfarrer Rolf-Peter Krämer, stellvertretender Generalvikar des Bistums Aachen, überreichten die Urkunde. Der Preis Lebendige Schätze im Bistum Aachen wird vom Bischof von Aachen und dem Diözesanrat der Katholiken verliehen an Gruppen, Initiativen, die in unterschiedlicher Weise ehrenamtlich engagiert sind. Damit soll herausgestellt werden, dass im Bistum Aachen das Engagement von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein großer Schatz ist, ein lebendiger Schatz ist. Die Touristengottesdienste werden somit als lebendiger Schatz gewürdigt. Lebendige Schätze im Bistum Aachen wurde 2006 von Bischof Heinrich Mussinghoff und dem Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen ins Leben gerufen. Sie wertschätzt ehrenamtliches Engagement, das den Menschen zugewandt ist, sie beteiligt und Mut macht.